Ich denke, eine Frage, mit der sich die Wissenschaft der Zukunft beschäftigen sollte, ist, wie wir mit persönlichen Daten umgehen, wie wir Ethik in der Wissenschaft auch wieder noch weiter besser verankern, genau, und die ethischen Standards auch von Persönlichkeitsrechten wahren. Ich gehe davon aus, dass auch in Zukunft die großen gesellschaftlichen und politischen Fragen, wie zum Beispiel Klimawandel, Umweltschutz, aber auch Innovation, vor allem technische Innovation, eine große Rolle spielen werden. Des Weiteren wünsche ich mir, dass immer Freiraum für High-Risk, High-Gain-Projekte geschaffen werden wird, so dass man dieses Out-of-the-Box-Thinking fördert, wodurch sich eventuell auch neue Wissenschaftsrichtungen erschließen werden. Vor allem eine Frage sollte meiner Meinung nach die Wissenschaft in Zukunft beschäftigen, nämlich wie verschaffen wir uns gegenüber sogenannten alternativen Fakten wieder mehr Gehör? Also die wichtigen Fragen in der Wissenschaft werden definitiv Fragen über künstliche Intelligenz und der Klimaschutz sein. Also ich denke, für die Wissenschaft wird immer zentraler werden, aufgrund der Digitalisierung ethische Fragestellungen, rechtliche Fragestellungen, wie man mit Daten umgeht, Datenschutz und ansonsten im Zuge der Globalisierung natürlich auch Fragen wie Migration, Integration von Immigranten, Umwelt und Gesundheit. Ja, meiner Meinung nach ist ja mittlerweile unstrittig, dass der Klimawandel stattfindet. Ich denke, die Wissenschaft soll sich in Zukunft damit beschäftigen, welche Auswirkungen der Klimawandel hat, wie wir uns darauf vorbereiten, aber vor allen Dingen, wie wir als ganze Gesellschaft nachhaltiger werden können. Ich denke, das sollte sein, wie kann ich meinen Forschungsprozess möglichst offen und transparent gestalten, sodass meine Forschungsergebnisse nachvollziehbar und nachnutzbar für andere sind. I think that science will, that the biggest question is where the scientists will fit in the scientific process. So first determining where to ask the questions before what the questions can possibly be. Ich glaube, was wir brauchen, ist eine bessere Kommunikation der Wissenschaft mit der Gesellschaft. Und vor allem auch nicht so von oben herab, nicht einfach sagen, okay, das sind die Fakten, schluck die, sondern wirklich den Leuten oder der Gesellschaft beibringen, selber wie ein Wissenschaftler zu denken, selber kritisch zu sein, selber zu hinterfragen, was sind meine Quellen, selber die Schlüsse aus den vorhandenen Daten zu schließen. Ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe von der Wissenschaft, dieses Wissen zu vermitteln. Die Wissenschaft sollte einen größeren Stellenwert in der Gesellschaft einnehmen, sodass sowohl auf Seiten der Wissenschaftler als auch auf Seiten der Gesellschaft ein größeres Interesse an der gegenseitigen Arbeit besteht und ein besseres Verständnis für das, was die Wissenschaftler machen, in der Gesellschaft vorhanden ist. Ich denke, dass es sehr gut ist, wenn die Wissenschaft auch gut erklärt an die Gesellschaft, was sie macht und was die Möglichkeiten davon sind. Auch auf eine Art, dass es verständlich ist für Menschen, die selber nicht in die Wissenschaft tätig sind. Andererseits muss man damit auch nicht übertreiben. Ich arbeite im Moment in den Niederlanden, wo immer alles auch von der Gesellschaft finanziert und als wichtig gesehen werden muss. Und dann vernachlässigt man vielleicht die Grundforschung. Und es ist sehr wichtig, dass man dafür auch Zeit aufwendet, weil oft kommen die unerwartete und wichtige Sachen daher. Also Wissenschaft läuft ja Gefahr, im Laufe der Zeit immer spezialisierter zu werden. Und wenn ein Wissenschaftssystem immer spezialisierter wird, dann entfernt es sich immer weiter von dem, was der Rest der Gesellschaft versteht. Und damit ist eine große Aufgabe für die Wissenschaft, diese immer weiter werdende Distanz zu überbrücken und stärker in eine Übersetzungsarbeit reinzugehen und der Gesellschaft zu erklären, warum das, was sie tut, eigentlich relevant ist. Aus meiner Sicht hat die Wissenschaft in der Gesellschaft zwei wichtige Aufgaben. Das ist zum einen der Wissenserwerb und zum anderen die Gesellschaft zum kritischen Nachdenken anzuhalten. Und ich denke, in dem zweiten Punkt könnte man wieder etwas verstärkt dran gehen. Liebe Senior Scientists, ich wünsche mir, dass Wissenschaft transparenter abläuft, dass es weniger Hierarchien gibt und dass auch die Arbeit von Young Researchers gefördert wird und gewürdigt wird. Was ich mir wünsche, wären mehr schräge Ideen und mehr Mut für schräge Köpfe. Leute zu fördern, die jetzt nicht unbedingt die Apparatschiks sind, die genau das wieder machen, was schon in den letzten 50 Jahre gemacht wurden, sondern die wirklich mal was Neues ins System reinbringen, auch wenn es nicht wirklich angepasst ist und vielleicht mal aneckt. Ich wünsche mir, dass die Wissenschaft schon jetzt offen und einladend ist für neue Gegenstände, Methoden und vor allem für den Nachwuchs.
Also spontan wünsche ich mir vor allem eine Sache, werdet offener. Teilt eure Gedanken, teilt eure Daten, teilt eure Ideen und sprecht miteinander, sowohl mit dem Nachwuchs als auch mit Konkurrenten. Ich wünsche mir, dass die Wissenschaft in Zukunft Wege findet, in der Bevölkerung Vertrauen aufzubauen, um Tendenzen wie Verschwörungstheorien und postfaktischem Denken, die sich in der Gesellschaft heute breit machen, entgegenzuwirken und dadurch wieder in wichtigen Fragen die Grundlage zu schaffen, etwas zu verändern. Liebe Senior Scientists, ich würde mir wünschen, dass ihr oder sie Mut dazu habt, unkonventionelle Ideen vielleicht von den Young Scientists aufzugreifen und diese zu unterstützen. Ich wünsche mir, dass Sie sich in Ihre Zeit als Doktorand und Postdoktorand zurückversetzen. Bitte denken Sie auch an den Nachwuchs und sehen Sie ihn nicht nur als billigen Paper-Produzenten. I think for senior scientists, the key is to be open and adaptable to the changes that science must face in the future. So openness to sharing to other generations, not just their own, vertically through the system.